Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, mit dabei der Lars und der Max. Hi, alles. So, und weiter geht's. Der Lars ist der fliegt da mit dem Flug herum. Der hat mir gerade gesagt, jetzt in der Aufnahmepause, dass er jetzt schon fast fertig ist mit dem Feld, halt zur Hälfte. Und in dem Part wieder schon fertig. Bin ich mit Grubern zu langsam. Was machst du denn auch so lange? Naja, Vorgewende und so weiter, weißt du? Gescheit halt. Ja, mach ich auch. Gescheit in die Tiefe. Da fängt Fahrt nur 9 km/h. Ich weiß nicht, wie schnell du fährst. Auch nur 9. 9 eingestellt, da habe ich mir gedacht, komm, dann nehmen wir mal die 9 weiter. Na, ich schätze, dass ich jetzt noch brauchen wird für das Feld hier mit Vorgewende fertig machen. 5-6 Minuten. Halt den halben Bart hier und dann bin ich eh schon drüben bei dir. Ja, dann bin ich wahrscheinlich schon auf Vorgewende. Ja. Wenn wir Geld hätten, dann hätte ich dich schon einholen. Ja. Obwohl ich könnte eigentlich, weil wir ja da pflügen sind, ich könnte ja den Gruber weiter raufstellen. Weil das reicht ja, wenn wir eigentlich drüber fahren. Weiß wurscht, tun wir ein bisschen in die Tiefe auch. Ja, da reicht es eigentlich, wenn ich hinten mit den Scheiben drüber fahre und nur leicht vorne mit den Ritzer rein. Und jetzt bin ich ja doch schon 10 oder 15 cm drinnen. So. So, und was habt ihr jetzt für ein Thema? Weil letztes Thema, halt letzten Part habe ich ein Thema gefunden, also seid ihr dran? gut. Hat man schon über den neuen Trailer geredet? Nein, den haben wir noch nicht gehabt, aber den können wir gerne jetzt machen. Du meinst den dritten Teaser? Genau. Ich glaube, das war das mit dem... Halt den Forst-Teaser? Ja, den Forst-Teil. Was sagt ihr dazu? Machen wir es einmal so und machen wir dann meine Meinung danach erst. Ja, es sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Das Erste, was mir aber negativ aufgefallen ist, dass beim Harvester die Säge, die ist weitaus tiefer, also das Sägeblatt, das zeigt sich weitaus tiefer, als der Schnitt wirklich passiert. Okay, auf das habe ich auch gesehen. Das habe ich nicht geachtet, nein, das habe ich nicht gesehen. Aber ich habe ein paar andere Dinge gesehen. Was mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen hat, war beim Hacker. Ja. Sobald du den halt sozusagen, so, wenn er hackt, wirft er nach vorne irgendeine komische Animation, wie wenn er da die Hackschnitzel so auf das Förderband teilweise hauen würde. Und das ist urunreal. Teilweise fliegen schon raus, aber nicht so viel, wie es dort gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob ihr die Animation gesehen habt. Weiß nicht, schon länger her, oder? Am Freitag war es halb die Woche. Letzten Freitag, ja. Wir sind ja jetzt circa. Vor einer Woche, wir müssten jetzt circa sein. Ist das jetzt die vierte Aufnahme? Oder können wir kurz nachschauen? Drei haben wir auf jeden Fall schon. Wir sind schon eine Stunde am Server, das bedeutet, es ist die vierte. Ja. Halt, wir sind dann Mittwoch, Donnerstag, wir sind jetzt am Samstag schon. Halt die Aufnahme von vorigen Freitag, nicht von diesem Freitag, was jetzt war. Da war das der Teaser und die Animation hat mir überhaupt nicht getaugt. Was mir auch noch so aufgefallen ist, man hat immer, es wird gleich von irgendeinem billigen Mitarbeiter zurzeit produziert, die Videos. Ja, das kann sein. Weil einmal ist das hart eingeblendet, dann wieder ausgeblendet, dann wieder eingeblendet, dann wieder ausgeblendet. Halt urbillig gemacht. Und überall, wo du was Feinskills brauchst, wie zum Beispiel den Baumstamm vielleicht in den Hacker reinschieben, den Baumstamm auf die, halt das Aufladen, da hat er nur einmal, weiß ich, hingefahren mit dem Greifer, ungefähr, und da einmal hat er einen Schnitt gehabt, dann ist er genau in der Mitte vom Greifer, halt vom Anhänger gewesen, und hat ihn runterfliegen lassen. Halt, man hat nie gesehen, wo er einen sozusagen einen durchgehende Bewegung macht und dann fein justieren muss oder sowas. Das ist mir aufgefallen, dann ist das mit dem Hacker, da sieht man zum Beispiel, da nimmt er auch den Baumstamm in die Hand, hat ihm halt den Greifer, hat ihm circa im Greifer drinnen und auf einmal macht einen Schnitt hinein und dann ist er im nächsten paar Bilder, halt sozusagen im nächsten 10 Sekunden Clip oder sowas, ist er auf einmal im Greifer, halt im Hacker schon drinnen und wird schon gehackt. Ja. Weil das ist irgendwie ein bisschen. Weiß nicht, man sieht da nicht wirklich, ob das jetzt so gut funktioniert oder nicht. Wahrscheinlich kapert das da noch an der Stelle. Sonst würden sie es vielleicht ja sogar zeigen. Dann das oder nächste. Der Mitarbeiter, der kann es einfach nicht. Ja, dann das nächste, was ich auch noch gesehen habe, was mir überhaupt nicht gefallen hat,
ist von der Motorsäge, wie die Bäume umschneiden. Ja. Hast du, ihr habt ja selber auch Wild Lars, ja, oder? Oder was der Max? Ja, sicher, ja. Ja, aber auch Wild, ja. Okay, beide. Aber habt ihr schon einmal jemals, ich weiß nicht, Max, hast du den Teaser gesehen? Ja, aber ich habe mir nicht ganz so genau angeguckt. Okay. Schon so. Er schneidet mit der Kettensäge im Endeffekt rechts oben hinein und macht einen schiefen Schnitt nach unten. Und macht der Bauch gerade nicht, im Prinzip. Er macht so eine Diagonale rein, genau. Ja. Nicht feierlich, sowas. Der Baum, das nächste ist, der Baum rutscht dann von der Diagonalen sozusagen hinunter, schlagt den Boden ein und fällt dann um. Ist klar, okay, das passt halbwegs, wenn er den Boden einschlägt. Aber wenn du das in echt machen würdest, den Schnitt, der würde bei der ersten, beim ersten Baum schon die Motorsäge im Arsch sein, blöd genommen. Weil du ja jedes Mal das Schwert verbiegen würdest. Das würde ja gar nicht funktionieren. Beziehungsweise kannst du gar nicht in die andere Richtung wahrscheinlich davor schon kippen. Weil du ja irgendwie wegschneidest und dann hat er irgendwie kriegt er die Höhenlage und fliegt um. Also so einen Schnitt habe ich noch nie gesehen. Den Schnitt macht man gerade nur, man schneidet meistens auf der einen Seite ein und dann von der anderen Seite ein bisschen schräg, von schräg nach oben, nach unten, dass man sozusagen das nicht zurückkippen kann. Macht man aber eigentlich auch nur bei großen Bäumen, wenn es nicht. Halt, wenn es ein bisschen gefährlich ist, wo du das ihm besser aufkeilen kannst. Ja, wenn er erreichen muss, eine bestimmte Richtung fällt. Ja, aber wenn er... gehen soll. Ja, wenn er halbwegs sagen wir so, in eine Richtung neigt, sich schon raus mehr... Das macht man eigentlich nur, wenn er komplett in die andere Richtung hängt, machen es wir. Ja. Sonst schneiden wir ganz gerade. Halt, wir schneiden den Fallkeil hinein und dann schneiden wir gerade unten hinein, fertig aus und keilen ihn auf. Weil das Schiefschneiden, das ist immer so eine... Da kommst du nie ganz genau hin, dann kannst du nicht einkeilen beim Schiefschneiden, mehr fast. Weil es sich fast nichts bringt, das Einkeilen. Ja. Und lauter so Kleinigkeiten, deswegen macht man das so ungern. Halt machen es wir ungern, wir machen es eigentlich fast nie halt so schief schneiden. Außer wir wollen ihm komplett, er hängt in die andere Richtung und wir wollen ihn auf die andere Seite bringen. Was natürlich auch ab und zu vorkommt. Das sollen wir aber nicht unbedingt machen, ist gefährlich. Ja, ah, da haben wir eine Seilwinde. Ist im Hang. Ja, aber was willst du machen? Wenn halt. Jo. Sicher, du kannst die Seilwinde anhängen, aber Seilwinde ist auch immer so, dass da haben sich auch schon viele verschätzt und haben den Traktor dann zerstört damit. Ja, ist uns noch nicht passiert. Nur alles heile. Also, weiß nicht, weil du musst ja dann relativ viel Zug aufbringen auf der Seilwinde. Dann musst du, umso kürzer du die Seilwinde hängst, umso mehr Kraft hast du. Ja. Dann stellst du natürlich den Traktor relativ weit ran. Ja. Und dann zück der Baum und der Baum ist auf der Kabine drauf. Ja. Weil bei unserem Nachbarn, der hat das schon ein paar Mal gehabt. Oh. Kann man noch nicht machen. Naja, wenn es nicht abschaltet, der fällt relativ viel. Der macht für die Grafschaft Langholz. Halt die Grafschaft, es gibt ja offiziell keine Blaubültigen mehr in Österreich, sind ja abgeschafft worden, aber das ist halt noch. Der sogenannte Graf bei uns in der Gebiet, der hat relativ viel Wald und so weiter. Und der arbeitet für den halt sozusagen ein bisschen im Wald immer, im Winter. Wenn er nichts zu tun hat. Und das ist die Grafschaft und dort macht er nach Langholz. Und da stehen halt teilweise Bäume, die er nachher ja, so anhängen muss, wer es gar nicht wegbekommt anders. Ja. Gleich. Ja, und die, was denn sonst noch, was mir so gestört hat, ein bisschen. Weiß nicht, die Animationen waren schon cool. Das Einzige, was mir auch nicht gefallen hat, war irgendwie das Ablängen von den Baumstämmen. Das hat so ein bisschen. Irgendwie weiß ich nicht, bin mir noch nicht sicher, ob du die Baumstämme nachher so richtig schön übereinander gleich stapeln kannst. Weil, wenn du dann Harvest da hast, hast du normalerweise, also nicht, magst du ja gleich die Haufen mit den 4-Meter Stämmen, halt mit den unteren, mit den mittleren oder so irgendwas, halt, dass du das gleich aussortierst. Ja. Und dann kommt der Vorwart und landet gleich auf einmal auf. So irgendwie. Und das hat so ausgeschaut, wie wenn die einfach, ja, wie wenn die nachher irgendwie herunterfliegen würden und sich nicht schön hinlegen lassen. Da bin ich auch gespannt, wie das sein wird. So, jetzt mache ich da aber hier unten das Vorgewinde fertig, bevor ich rauffahre. Ich glaube, das Lustigste ist der Vorwart von den ganzen Maschinen, was dabei sind. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Halt von den Forstmaschinen jetzt. Ja. Der Harvester wird, glaube ich, eine ziemliche Frickelarbeit sein. Befürchte ich. Oder er ist so vereinfacht, dass man nur mal Knopf drücken muss, wenn er
halt, weiß nicht, irgendwie in die Nähe kommen vom Baum, dann wird er schon automatisch gegriffen und dann Knopf drücken zum Fällen und dann nur mehr Knopf drücken zum Ablenken oder so irgendwie. Was man auch in ich denke mal, zum Ablenken, da wird man wahrscheinlich einen Knopf für haben, wenn man dann schon den Baum im Prinzip gefällt hat. Und fällen, da würde ich jetzt mal sagen, muss man richtig ranfahren und dann halt eben auch den Arm ausrichten. Da bin ich gespannt. Was ja, man, also hoffe ich mal, dass was so man aber gesehen hat, ist, dass man unterschiedliche ablenken kann. Es war nämlich oben zum halt bei einer so einer kurzen Szene war das hart eingeblendet und da ist dort gestanden Ablenken auf 4 Meter oder 6 Meter oder sowas. Halt, da schätze ich, dass man wahrscheinlich auf mehreren Längen ablenken kann. Und was man auch noch gesehen hat, was mir extrem cool gefallen hat, war das Befüllen von dem Anhänger vom Hacker. Halt, wo der Hacker gehackt hat, den kleinen Brandner, was er da gehabt hat. Halt, der Deep-Trigger-Dingsbums. Der Shader-Dipping, oder wie heißt das? Shader? Oder Shader-Dipping, genau. Das dürfte, glaube ich, komplett eingebaut sein. Aber wie es nachher. Da bin ich auch gespannt, wie das ist, ob das so ist wie hier jetzt beim 13er. Weil also wenn du den Anhänger ja vollfüllst, nach auf 100%, füllt er ja nachher, egal wo du bist, schön langsam auf, die Plane. Ob das dort so gelöst ist, dass er einfach, halt, dass du dort nachher irgendwie das verlierst, wenn du das drüber laden würdest. Oder ob er das dann auch komplett einfach auffüllt, gerade die Plane. Wenn ich glaube nicht, dass man das dann verlieren kann. Denk mal ja, dass er dann wieder gerade auffüllt, denn dann gibt's halt eben die Leute, die halt eben sich dann direkt wieder besperren. Aber du hast ja gesehen bei den einen, halt beim Brandner, dass der überladen wurde über die Bordwände auf der einen Stelle, wo der hingehackt hat. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann... Ich würde es cool finden, wenn man es nicht auf, halt wenn es keine Prozentanzeige mehr geben würde, sondern man muss noch ungefähr nach Gefühl einladen. Und wenn es drüber geht, das runterrisseln kann. Halt, man muss dann genauer natürlich abladen und so weiter, aber vom für uns, glaube ich, für unser Let's Play wäre es auch cool so, wenn man das realer ist auf jeden Fall, dass du, wenn du auf einer Stelle drüber bist, dann rutschst du auf der Seite runter. Halt, das wäre, weiß ich nicht, das hat schon irgendwas auch. So. Sonst war, glaube ich, war noch irgendwas zu sehen? Ich glaube, die Abtransportstelle. Ja, aber zum Beispiel, das habe ich ein bisschen lächerlich gefunden, wo der Zug da gefahren ist, dass der nur, weiß nicht, seine 6 Bäume gehabt hat in den Rungen, Zügen drinnen, die waren runtergebunden mit Spanngurte und das war's. Halt nicht vollgeladen so richtig. Das habe ich ein bisschen komisch gefunden. Sonst, warte mal, was ich auch noch, warte mal, was war das bei dem? Bin mir jetzt nicht sicher. Ah ja, das Entasten hat mir auch nicht so richtig gefallen. Also sie sind einfach zumindest beim Harvester war es so, dass sie einfach verschwunden sind. Da bin ich gespannt, wie es mit der Kettensäge da ist. Ich glaube, die werden dann auch verschwinden, so wie man Frostmart. Denkt man nicht, dass sie dann Animation kriegen und dann auf ich bin Boden gespannt, ob es dann einfach schon wenn du mit der Kettensäge umschneidest, ob es dann einfach schon mit der beim Umfallen verschwinden. Oder ob du noch mit der Kettensäge hingehen musst zum Entasten. Weil so beim Harvest ist ja klar, weil da hast du ihn sowieso im Greifer drin. Ja. Ich glaube, du kannst ihn gar nicht mehr loslassen, wahrscheinlich, schätze ich. Bevor du ihn nicht zerschnitten hast. Was natürlich auch unrealistisch ist, weil normalerweise kann ich ihn einfach loslassen und lang lassen. Oder ich tue ihn nur komplett entasten. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Ob du sagen kannst, einfach nur entasten und lang lassen. Sollte eigentlich möglich sein. Wenn du das real halten willst. Ja, wenn man Langholz fahren will oder so. Genau. Macht man zwar selten, aber halt in real. Mehr als 8 Meter macht man also nicht, weiß nicht. Ja. So. Ja, da bin ich wirklich gespannt, aber wir werden es. Ja, und wenn der Bart raus ist, ist schon Ende nächster Woche. So ungefähr. Ja, dann ist ja nur mal eine Woche und dann haben wir eigentlich eh schon alles. Ja. Werden wir sehen. Weil es ist ja auch schon die Devise ein bisschen, viele glauben ja, dass am 17. vielleicht schon die Demo kommt. Weil die war ja. Nicht. Naja, es war beim letzten, war es auch eine Woche circa vorher, die Demo geben. Ja. Nur war halt die Demo so ein, weiß nicht, du hast 30 Minuten spielen können oder so irgendwie. Halt nicht wirklich viel oder da kannst du nicht wirklich viel zeigen und es ist nur ausgewählte Dinge hast du nur machen können oder so. Ja.
Da bin ich gespannt, ob sie eine Demo machen, halt wenn sie rauskommt und wie viel die Inhalt die haben wird. Das wird noch. Es war ja auch die letzten Tage irgendwann auf Facebook eine irgendwie Demo-Version vom LS Beta, halt LS15 Beta-Dings irgendwas. Aber ja, das dürfte angeblich ein Virus oder sowas sein. Hat sich rausgestellt. Na passt, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf den LS15, aber beenden jetzt mal den LS13 Part hier und wir sehen uns dann im nächsten LS13 Part wieder. Bis dann, tschüss. Oh. Ja.